hinten kommt einer. Hallo. Hallo. Lars, erzähl mal, was zeigen wir heute? Wir zeigen heute Vanillekipferl. Vanillekipferl. Sehr gut. Also, auf geht's. Viel Spaß im Video. So, auf geht's. Gute Butter. Jetzt wird's teuer, jetzt kommt die gute Bourmont Vanille. Also c'est exquisite. Sieht aus wie Kaffeepulver. Bist du sicher? Es ist aber Vanille, ist, ja. Ist Vanille? Ist Vanille. Es riecht nach Vanille. Es riecht nach Vanille. Alter Schwede. Vanillezucker, da haben wir eine 1:9 Mischung. Also auch 100%iges Vanilleextrakt wird auf Zucker aufgezogen. Somit können wir das besser dosieren, weil das Zeug ist natürlich höchst intensiv. Und da muss man ja fast homöopathische Dosen einbringen. Malz. Was ganz interessant ist, mal zu sehen, wir haben hier diesen Balken. Wenn der grün wird, dann weiß Lars, ist im Bereich in Ordnung. Somit können wir auch ein bisschen schneller wiegen. Jetzt ist bitte auslecken. So, jetzt lassen wir den mal eben mal laufen. Hier, das Ding fährt nur runter. Jetzt wird erstmal Butter, Zucker, alles schön vermischt. Das ist schön schaumig, ne? Na, denn schönes? Das schöne Mandelgieß. Mandelgieß. Auch nicht günstig. Nein. Das ist tatsächlich sehr, sehr hochwertig. Ja. Ja. Es wird eng. Es wird verdammt eng. Wer hat Alzheimer? Lars. Was haben wir denn jetzt? Ist das hier schön schaumig, ne? Ja, ein bisschen muss er noch. Muss er noch, ne? Da ist noch, kann man sehen, da. Ja. Und dann. Oh, Mandelmus. Nein. So, sag mal eben, jetzt wird der praktisch wieder verrührt, ne? Ja, wir heben das jetzt praktisch einfach nur einmal kurz runter. Ja. Er darf nicht zu lange kneten, weil er sonst zu weich wird. Aber auch nicht zu wenig kneten, weil er sonst zu bröselig wird. Ja. Da muss man aufpassen. Ja, die Struktur beim Vanillekipferl ist ja so, soll ja so ein bisschen mürbe sein. Und der ist aber natürlich auch empfindlich, der Keks, ne? Ja. Gut. Ja, es wird. Ja, man sieht, er wird richtig, jetzt wird er zum Teig, ne? So, fertig, Lars? Was meinst du? Ja, wir gucken mal kurz. Wir gucken mal eben. Ein Stück. Ja. Man sieht, er wird glatt. Was sagst du? Das ist richtig. Wenn wir den jetzt hier umklappen, darf der hier oben nicht einreißen. Ja. Wenn der einreißt, dann ist er noch nicht fertig. Und muss man mal ein bisschen. Ja, der sieht gut aus. Ja. Kann der Meister noch mal eben seinen Finger reinstecken? Gut. Ja. Ja. Einen kleinen Moment laufen lassen. Kleinen Augenblick, ne? Ja. Okay. Also wenn er zu lange knetet, dann hast du das Problem, dass er nachher so zäh wird, ne? Ja. Zu kurz. Passt. Gut. Boah, nächste Station. Jetzt haben wir den Teig hier auf den Tisch geschmissen. Volker nimmt sich jetzt ein Stück ab, ne Volker? Ja. Was passiert jetzt? Jetzt bereiten wir die vor für die Keksmaschine. Ja. Wir dürfen nicht zu dick, nicht zu breit. Also. Das sind dann so ein bisschen Erfahrungswerte, ne? Ja. Wenn
legst du die erstmal auf Bleche. Genau. Und dann? Nimmst du die, müssen die nochmal kalt gestellt werden oder so? Stellen wir jetzt hier in Stinken und wenn wir die alle fertig haben, wieder los. Ah, okay. Dann hier oben rein oder was? Ja. Jetzt haben wir hier die Stücke vorbereitet. Jetzt heizen wir die Walze vor, die hier drin ist, die Gebäckformwalze. Ja. Die kippt man dann vorn. Ja. Und die wird vorgeheizt, damit die sich aus der Walze lösen. Ja. Ich laufe die Maschine ein bisschen vor. Das ist einfach dafür da, dass der Teig sozusagen besser von der Walze löst. Von der Walze löst. Ja. Müssen wir erstmal wieder finden. Ist gar nicht so einfach. So, jetzt stehen wir hier, ja. Also war ein bisschen schwierig heute. Erster Teig im Jahr ist immer ein bisschen nicht so einfach, ne? So, dann schieben wir die ein. Die werden jetzt gebacken hier bei 200 Grad. Und dann später gezuckert. So. Kekse sind fertig, das sieht doch schon mal gut aus hier. Zack, zack. So, Dennis, was machst du denn jetzt hier? Ich zucker die jetzt. Du zuckerst die jetzt, ja. Das ist also Zucker, Kristallzucker mit Vanille gemischt. Genau. Wunderbar. Siehste. Ah, siehste, da wird ein bisschen geschüttelt. Schüttel, schüttel. Träumchen. Ja, so muss das aussehen. Hüftgold nennt man die auch.